dem Tisch abstellen. Augenblick mal. Lassen Sie sich mal ansehen. Ja. Sehr schöne arische Züge. Findest du nicht auch, Bobby? Ja, mir gefallen seine Augen. Bitte, setzen Sie sich. Entschuldigen Sie mein Benehmen. Ich bin Obersturmbannführer Engel. Und das ist mein liebreizender Begleiter. Das bist du doch, Bobby. Was soll das, mein Schatz? Ich möchte Sie einem Test unterziehen. Damit lassen sich Spuren unreinen Blutes, die in den Adern einer Person fließen, feststellen. Ich bin mir sicher, dass Sie diesen Test mit Leichtigkeit bestehen werden. Und wenn nicht, dann werde ich Sie erschießen. Haben Sie das verstanden? Das ist nur ein Test! Aber antworten Sie ehrlich. Wenn Sie nach der Waffe greifen sollten, sind Sie tot. Noch bevor Sie Ihre Entscheidung bereuen werden. Gut. Lasst uns anfangen! Sehen Sie das Foto, das Sie erregt. Ach so. Und jetzt wählen Sie das Foto, das in Ihnen Glücksgefühle auslöst. Interessant. Meinen Sie, dass dieser Mann unreines Blut hat, Bernhard? Ich weiß nicht, Frau Obersturmbannführer. Ja, das werden wir bald wissen, nicht wahr? Diesmal wählen Sie das Bild, das Sie am meisten mit Abscheu erfüllt. Ich hätte sagen sollen, dass das Ihre letzte Wahl ist. Also wählen Sie weise. Ich sage Ihnen etwas. Wenn Sie ein Nicht-Arier gewesen wären, hätten Sie zur Waffe gegriffen. Müssen Sie Dame schon entschuldigen, aber sie ist sehr stolz darauf, diese Bilderrätsel mit glitzernden Männern zu spielen. Diese Bilder. Urlaubsfotos, alte Kriegsaufnahmen. Gar nichts. Davon abgesehen kann ich ein Nicht-Arier mit bloßem Auge erkennen. Du etwa? Lassen Sie ihn gehen, Bernhard. Ich nehme mal an, eine bildhübsche Frau wird in seinem Abteil warten auf ihn. Ach, Bobby, lass gut sein. Vergessen Sie den Kaffee für Ihre Freundin nicht. William? Yes. Ist das? Da heißt es Berlin. Dort haben wir exakt 2 Stunden Aufenthalt, bevor wir in Richtung Zagreb weiterreisen, unserem endgültigen Reiseziel. I know where to go. A way to get inside Eisenberg Prison. There's a hotel, it's on the same street as Secret Police Headquarters.
Everybody knows about it. Secret police headquarters is notorious here in Berlin. They bring prisoners inside for questioning. They torture them. And then they drive them back to Eisenwald prison. If they're still alive. Something's happening. There's a prison transport arriving. Come quickly! Thank you.
Neue Schweine, raus! Schichtwechsel, wir sind spät dran! Genau eine Minute, Hans, dann müssen wir aber los! Nach rechts, geh du da! Komm schon! Vorwärts! Sau, du Dreckige, du komm vorwärts! Ich zeig dir was, du faule Drecksau! Komm! Komm! Schnell vorwärts! Zeig dir was, du! Komm schon! Vorwärts! Vorwärts! Hey, du! Auf 5 Schritte! Vorwärts! Glaubt ihr, könnt ihr rasten? Links rein! Rein sofort, du Drecksau, du! Rein! Quetscht ihr doch!
time will you budge? Gosh almighty. Yes! Yeah, climb up in there! Mach schon! Lass dir nichts rein! Gut! We got this last one! See if you can cut the chain! Time to go, Captain. Let's get out of here together. Captain, can you get this lock? My fingers won't work right. They've been chained up for too long. Thank you, sir. Heck of a time. Not many of us left still fighting since the war ended, you know, to spit with. We get out of here alive, things are going to change, Captain Glasswitz. They got it. Kill it. Reinforcements. They're bringing a hammer down on this whole city block. This way, Captain! Wait! Oh, Jesus. There's a Panzer Hunt out there. If we run like heck, I think we can make it. Follow me! Come this way, Captain! Yeah, that's right! I think we can pull this off if we work together! Cover me while I open the gate! Getting out of here!
for me! Thank you.
believe you made it out of there. Do any of you know how to hotwire a car?